Welcome to Gold Runner. So, erstmal genug mit der Musik. Das soll jetzt hier mein erstes Let's Play-Bit werden zu dem Atari ST-Spiel Gold Runner. Idealerweise sollen diese Let's Play-Bits dann so funktionieren, dass ich die Spiele wirklich zum ersten Mal dann live spiele. In diesem Fall jetzt bei Gold Runner, weil es jetzt meine ersten Gehversuche sind. Es ist jetzt nicht ganz so, weil ich habe es gestern schon einmal ein bisschen gespielt. Da ging es allerdings eher darum zu gucken, welches Aufnahmetool ich benutze, welchen Emulator und ob das dann nur Frames pro Sekunde sind bei der Aufnahme dann auch, die dann überbleiben, wenn man das Video am Ende abspielt oder irgendwelche sich Artefakte und so weiter bilden. Ich benutze übrigens jetzt Hypercam 3. Und dann habe ich es eben nochmal probiert oder habe eben schon ein Let's Play gemacht, das eigentlich gnadenlos in die Hose gegangen ist, weil ich clevererweise die Hotkeys für die Aufnahme-Stopp- und Weiter-Aufnahmefunktion auf die Zifferntaste 1 gelegt habe, was auch gleichzeitig die Taste ist, um ein Spiel mit einem Spieler zu starten bei dem Goldrunner-Spiel. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass das dann nicht so ganz geklappt hat. Also, in diesem Fall habe ich jetzt schon ein bisschen gespielt und bin jetzt gerade kein absoluter Neueinsteiger. Aber jetzt soll es erstmal um Goldrunner gehen. Goldrunner aus dem Jahr 1987, wie gesagt von Atari ST, wurde in der Happy Computer Ausgabe 787 getestet mit 78%, sage ich mal, in der Happy-Wertung. Boris Schneider-Jone hat geschrieben, ich zitiere, darauf haben ST-Besitzer seit 2 Jahren gewartet. Ein Action-Spiel, das den Atari ST voll ausnutzt. Scrolling, Sprites, Musik, Sprachausgabe und das alles in echter Spielhangqualität. Der ziemlich hohe Schwierigkeitsgrad, die technische Perfektion und nicht zuletzt die auf Diskette gespeicherte Highscore-Liste machen Goldrunner zu einem Muss für jeden ST-Besitzer. Finde ich interessant, dass hier der hohe Schwierigkeitsgrad als positiv bewertet wird, was ja heutzutage eher oft etwas ist, was eher negativ bewertet wird bei Spielen von den Medien. Heinrich Lehnert hat geschrieben, Goldrunner gehört zum beeindruckendsten, was ich je auf dem ST gesehen und gehört habe. Unglaublich schnell und dazu mit toller Musik und Sprache versehen, ist dieses Programm ein absolutes Muss für Actionfans. Etwas mehr Abwechslung hätte beim Ballern nicht geschadet. Aber dank der technischen Brillanz kommt man auch so immer wieder gern zu diesem Topspiel zurück. Okay, dann wollen wir uns dieses Topspiel mal ansehen. Ich starte mal ein Spiel. Ich habe die Musik jetzt erstmal ausgeschaltet. Zum einen, damit man mich besser versteht. Zum anderen, weil man dann die Schüsse hört. Weil man nämlich die Musik wieder einschalte, hört man, wie man merkt, keine Schüsse mehr. Das mache ich später vielleicht nochmal, wenn man nochmal ein bisschen die Musik genießen kann. Dann halt ich auch ein bisschen die Klappe. Aber jetzt, wo ich noch ein bisschen was zu reden habe, mache ich sie erstmal noch aus. So, was ich schon bei dem Spiel rausgefunden habe, ist, dass, oder was ich auch in der Anleitung gelesen habe, dass man die Gegner treffen darf, hier zum Beispiel. Das Einzige, was mich... oh Gott, das Einzige, was mir schadet, sind die gegnerischen Schüsse, diese kleinen blinkenden X-Symbole, so sehen sie zumindest aus. Die ziehen mir jeweils einen Energiepunkt ab. Die Energiepunkte sind unten rechts diese Blitzsymbole, wovon ich jetzt gerade wieder 5 Stück habe, weil ich gerade ja mein eines Leben schon mal gleich versammelt habe. Und Gebäude wie das hier in der Mitte, alles was laut Handbuch einen langen Schatten wirft, oder das hier vor allem, da bin ich doch noch gar nicht gegengeflogen. Also alles, was so ein bisschen höher ist, da fliege ich dann gegen. Was auch noch interessant ist und ungewöhnlich für Shooter, ich kann die Geschwindigkeit verändern. Ich kann also zwar wie bei normalen Shootern nach links und rechts hin und her fliegen, aber es ist nicht so, dass man quasi weiter nach oben oder nach unten auf den... Ich drehe durch, aber gut, okay. Erstmal ist es jetzt... Das war jetzt schon mal richtig schlecht. Okay. Auf ein neues... Ähm.
Also ich kann, wie man sieht, die Richtung ändern. Und ich kann die Geschwindigkeit ändern. Ich kann langsam fliegen. Ich kann auch mit der Leertaste plötzlich in den Turbo-Modus, der aber für mich eher so ein Selbstmord-Modus ist. Aber ich kann auch, wenn ich mit den Cursor-Tasten nach oben und unten drücke, die Geschwindigkeit anpassen. Ich fliege aber erstmal als Warmduscher möglichst langsam. Das ist, glaube ich, das Langsamste, was ich fliegen kann. Und dann wird das hier in der Anleitung als Ring beschrieben, die Level. Ich verstehe das als eine Art Ring im Sinne, wie es bei Halo ist. Ist jetzt egal, ob man auf dem inneren oder äußeren Ring ist. Aber so, dass man, wenn man lang genug nach oben oder unten fliegt, man wieder am Anfang ankommt. Was nun das Ziel des Spiels ist, ist mir nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie gelesen, dass man bestimmt viele Sachen zerstören muss. Und ich nehme auch an, dass das, was mit diesen drei Symbolen da rechts zu tun hat, wovon jetzt schon eins nicht mehr da ist, ich nehme eigentlich an, dass das die Sachen sind, die ich zerstören muss. Ich sehe nur immer nicht, wo sie sein sollen. Wann ich sie zerstöre, ist zum Beispiel, dass ich das eine von den Sachen zerstört haben soll, habe ich zumindest nicht bewusst mitbekommen. Ich weiß auch nicht, ob das Gegner dann sind oder irgendwelche Basen auf dem Untergrund, die ich da treffen muss. Also das ist mir alles ein bisschen schleierhaft noch. Aber wenn man dann alles zerstört hat, oh Gott, sollte dann wohl einen Levelausgang geben zur nächsten Ringwelt, quasi. Aber das habe ich auch jetzt bei meinem Let's Play-Versuch, der eben gescheitert war, oder auch bei den Testen gestern nicht hingekriegt bisher, dieses Level einmal zu schaffen. Mal gucken, ob ich es jetzt vielleicht in diesem Let's Play dann tatsächlich mal schaffe. Jetzt, wenn ich das richtig verstehe. Ach, diese kleinen Dinger, dass man da auch wieder geht. Was auch dran ist, dieses Symbol oben, also rechts oben. Das sieht jetzt noch so ein bisschen aus wie so ein. Ich finde, man sieht aus wie so ein Atomding irgendwie. So wie diese Elektronen oder was um das Proton fliegen, diese Grafiken. Und das wird irgendwie immer weniger mit der Zeit. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, ah shit, dass ich vielleicht selbst, dass es vielleicht in Stufen zerstörbar ist. Vielleicht sind es ja diese, ich muss das nochmal genau angucken, vielleicht sind es diese, wo ich ganz viel auf einmal zerstören kann. Auf jeden Fall verändert sich dieses Symbol. Also jetzt habe ich, okay. Also vielleicht sind diese unteren beiden Symbole auch nur... Ja, vielleicht hat das auch gar nichts damit zu tun. Vielleicht sind die unteren beiden Symbole auch nur... Das hier meinte ich mit der Stelle, wo man so viel zerstören kann. Ah doch, ja genau, jetzt dieses Symbol... Das verändert es sich auch. Da muss ich wohl hier alles einfach nur zerstören. Okay, dann werde ich jetzt gleich mal... probieren. Hier... alles kaputt zu machen, indem ich einfach wieder darüber... hoch und runter flieg. Was übrigens sehr gewöhnungsbedürftig ist, ist genau das, dass sich diese Schüsse auch die Richtung ändern. Wenn man hoch und runter fliegt oder die Geschwindigkeit verändert, ändert sich auch die Geschwindigkeit dieser Schüsse etwas. Man kann jetzt zwar trotzdem so ein bisschen entkommen zum Beispiel, aber es ist sehr schwer einzuschätzen, wie sich noch... Erst fliegen sie wieder nach unten, jetzt fliegen sie nach oben. Also sie... Was eigentlich dann unrealistisch ist, also aus, natürlich bei so einem Spiel nicht von Realismus sprechen, aber nicht nachvollziehbar, dass sich halt die Schüsse in ihrer Bewegung dem Raumschiffbewegung anpassen. Etwas zumindest. Jetzt sieht man, jetzt gehen sie nach unten, jetzt gehen sie wieder nach oben. Je nachdem, wie ich fliege. Das ist halt ein bisschen... Okay, definitiv, wenn ich diese Dinger... Oh, ich drehe durch. Wenn ich diese Dinger zerstöre... Ja, you failed. Sehr gut. Man sieht hier, muss ich zugeben, dass ich auf dem Emulator spiele und jetzt nicht die Originaldisketten habe, sondern das mir aus dem Internet gezogen habe. Deswegen steht da in den Highscore-Tabellen auch Cracked bei Schieß mich tot. Ich bin an sich jemand, der Wert auf Originalspiele legt, allerdings um mal ganz kurz einen Atari ST-Klassiker anzutesten, kaufe mir jetzt nicht für eBay, eventuell für Schweine viel Geld, irgendwie
die Originalversion, samt irgendwie noch im Atari ST, den ich auch nicht hab. Ja, also irgendwo habe ich meine Grenzen und sage, das finde ich moralisch jetzt nicht verwerflich, dieses Spiel nicht in der Originalversion gekauft zu haben. Obwohl ich glaube, ich, wenn es Spiele geben sollte, die ich dann wirklich auch wirklich dann nach dem Let's Play a Bit auch noch versuchen sollte. Ah, jetzt ist wieder das mit diesem. Wirklich weiterspielen wollen würde, dass ich die dann mir dann auch mal dann wirklich dann schon kaufen würde. Aber jetzt für das bisschen, wie man es nicht macht, habe ich das hier mal wieder gezeigt. Oh, wie unfähig kann man sein? Ich fliege jetzt mal das Essen nach unten, mal gucken, ob ich dann irgendwie schneller zu diesen Dingern komme, oder auch zu diesen Dingern komme, die ich da zerstören muss. Ich finde es nach unten zu fliegen schwieriger. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es halt total ungewohnt ist. Für alle, die schon das Spiel ein bisschen klassisches 2D-Shooter, Vertical-Shooter gespielt haben, da spielt man eigentlich immer von unten nach oben. Und die Gebäude, wo man nicht gegenfliegen darf, die werfen ihre Schatten halt auch nach unten rechts. Dadurch sieht man die Schatten später und sieht später, erkennt man erst, als wenn man nach oben fliegt, zum Beispiel jetzt hier links dieses Gebäude, erkennt man erst später, welche Gebäude oder welche Hindernisse es gibt, wo ich nicht gegenfliegen darf. Das zum Beispiel, das habe ich mir ja gemerkt von eben. Außerdem, aber ich habe das Gefühl schon, dass die Gegnerformation auch eher so kommen, dass. Also, das ist, glaube ich, schon eher so gedacht, auch von den Formationen der Gegner her, dass man von unten nach oben fliegen soll, habe ich das Gefühl. Weil sie sich doch eher im oberen Bereich auffallen. Und wenn man da nach unten fliegt, dann sind sie immer eher da, wo man selber gerade rumfliegt. Und das ist dann, tricky, weil. Ach, wie man es hier zum Beispiel sieht, man kann zwar über Gegner, die fliegen, weil sie ja nicht wehtun. Aber hat halt die Arschkarte, weil sie ja teilweise genau dann ihren Schuss lassen, wenn sie quasi unter einem sind. Und dann hat man schon mal gleich so einen Energieblitz da unten rechts, also eine so Lebensenergie verloren. Von daher muss man immer wissen, ob man jetzt, so wie ich gerade eben bei den lilanen Gegnern, so aggressiv sein sollte und quasi über sie fliegen sollte. Oder aber, ich habe eine E-Mail bekommen, hat man vielleicht auch gehört. Oder ob man, shit. Oder ob man lieber auf Abstand hält. Ah, hier sind jetzt wieder diese Dinger. Hold on. Oh nein! Hallo? Auf ein neues. Kann ich noch langsam mal fliegen? Nee. Ich bin mir auch noch unsicher, wie die Gegner immer kommen. Man startet, glaube ich, immer levelmäßig an dieser Stelle, wo jetzt gleich in der Mitte dieses Ding kommt. Aber wie die Gegner kommen, manchmal kommen jetzt hier links gleich welche. Ja, dieses Mal zum Beispiel, manchmal aber auch nicht. Also die Gegnerformationen scheinen gewisserweise eine leicht zufallsabhängig zu sein. Vielleicht gibt es auch ein paar Varianten, die dann immer mal durchgenudelt werden. Jetzt habe ich wieder das Problem mit diesen Dingern. Also das Ausweichen. Dadurch, dass sich die Schüsse so mit verändern ihre Richtung, ist frustrierend, finde ich. Also das braucht echt Übung, dass man checkt,
wenn man jetzt, wie schnell muss man schneller fliegen, damit die Schüsse, die anderen Schüsse sich wie verhalten, dass man dann da drum rumkommt. Ich meine, gut, das ist natürlich mal eine andere Herausforderung, als einfach bei normalen 2D-Shootern sich... Das war jetzt der alte Reflex, dass man keine Gegner berühren darf. Da bin ich mal stumpf in das Gebäude abgebogen. Also man sieht, man startet immer schon hier, wo diese erstmal quasi kaum Sachen auf dem Untergrund zu sehen sind. Jetzt kommt gleich wieder dieses fette Ding in der Mitte. Aber mal gucken, ob jetzt wieder links die Gegner kommen, die grünen. Nee, also, es kommen da welche. Das ist... Also... Auch wenn man sagt, das ist eine etwas andere Herausforderung. Diese Schüsse machen mich fertig. Mit ihrer Richtungsänderung. Watch out! Ich würde aber gerne in diesem Let's Play a bit einmal... Einmal... Das war jetzt nicht so toll. Ich würde schon gerne einmal vielleicht es schaffen, jetzt, das wäre schon Highlight, hier live in das zweite Level zu kommen. Ich mache jetzt nochmal die Musik an, damit man die nochmal ein bisschen genießen kann und laber mal so lange nicht. Welcome.
Also eventuell muss ich... Mach die Musik mal wieder aus. Eventuell muss ich... Bisschen habe ich jetzt raus mit dem Ausweichen. Eventuell muss ich... an alle Gebäude, die man zerstören kann, werden vielleicht gerechnet. Und dann reicht das bisschen bis... Nein. Oh nein. Dann reicht das bisschen vielleicht dann nicht. Oder diese ganzen Innenräume muss ich noch... ein paar von denen, die jetzt vielleicht noch kommen, erledigen. Aber ich hoffe doch mal, das ist jetzt vielleicht, so gut war ich noch nie. Ah, ihr Wichser, schießt doch nicht, wenn ich gerade... unter euch oder über euch. Was zur Hölle? Ach! Dass auch jedes Mal wieder man wieder von vorne komplett anfängt. Das ist schon. Ich werde diese zwei Leben, glaube ich, hier noch benutzen und dann war es das für mich mit Gold Runner. Aber interessanterweise jetzt vielleicht diese komischen. Oh Gott, Unfähigkeit. Watch out. Oh nein. Okay. Ein letzter Versuch. Nein. Oh nein. Ah, ja, oh no, genau. Ja, okay, so viel zu Gold Runner. Ja, also
Es ist schon ein schwieriger Action-Titel. Ich habe jetzt keine Motivation mehr, muss ich zugeben, nachdem ich jetzt zusammen mit dem anderen versammelten Let's Play wird eine knappe Stunde gespielt habe. Mir ist einfach zu. Ich finde es zu frustrierend, dieses Ausweichen der generischen Schüsse, dass die sich so in ihre Richtung mitverändern. Das ist für mich zu schwer aktuell einzuschätzen, wie die sich verändern. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, was ich überhaupt erreichen muss. Ja. Aber sonst technisch, vom Scrolling und so weiter her, sehr sauber. Hat sicherlich, ich kann nachvollziehen, dass das damals seine Reize gehabt hat, das Spiel. Aber ja, kein Spiel, das man unbedingt meiner Meinung nach heute noch kennen muss oder gespielt haben sollte. Soweit für dieses Let's Play. Dann vielen Dank für die paar Leute, die vielleicht das angeguckt haben. Und dann sieht sich beim nächsten Let's Play. Tschüss!